Also es ging um das Zusammenspiel zwischen Cheftrainer und Teampsychologen in der expliziten Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel. Da wollten wir einfach unsere gemeinsame Arbeitsweise, aber auch jeweils die völlig voneinander autarken Arbeitsbereiche des jeweiligen anderen vorstellen. Und überzeugen musste ich eigentlich gar nicht lange. Ich habe ihm gesagt, ich würde das gerne machen. Das passiert hier nicht häufig. Also ich kann mich an keine ASP-Tagung erinnern, wo mal so ein Duo kam und ganz offen berichtet hat. Ich habe gesagt, das wäre eigentlich mal cool, wenn wir unser DHFK-Beispiel na, zumindest einer kleinen Gruppe an Psychologen und Psychologinnen vorzustellen. Und was mich halt gefreut hat und gleichzeitig dann auch nachdenklich macht, ist, dass der Hauptfokus im Feedback darauf lag, boah, ihr habt ja echt viel geteilt oder ihr wart ja super offen. Und ich einfach finde, ja, waren wir, nehmt es doch bitte als einen Impuls und seid ebenfalls. Und wir müssen nicht, also es geht ja nicht um Schweigepflichtverletzungen, wir haben in keinster Weise irgendwelche Details von Spielern ausgeplaudert, sondern wir haben einfach nur mal offen darüber besprochen, wie sieht denn tagtägliche Zusammenarbeit im Hochleistungssport aus. Und dafür gab es Credit, das ist schön, das freut mich, aber ich finde, das sollte eigentlich eher ein Impuls sein, ja, nächstes Jahr machen das dann vielleicht drei andere. Die Offenheit wächst schon und auch, glaube ich, so der Blick für die Notwendigkeit. Was ich schon wahrnehme, ist, dass auch einfach der subklinische oder auch der völlig sportferne Bereich mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Also, dass es gar nicht mehr darum geht, okay, wie konzentriere ich mich jetzt vielleicht 60 oder 90 Minuten, sondern wie kriege ich halt die anderen 6 Tage oder 6,5 Tage rum, um mich gut zu fokussieren. Also ich glaube, so die Psychohygiene, die eigene mentale Gesundheit, das ist ein Bereich, der auch im Hochleistungssport mehr und mehr Anklang findet und logischerweise dadurch auch der Bedarf an sportpsychologischen Tätigkeitsfeldern wächst. Und das freut mich natürlich. Und gleichzeitig ist es so, dass Dynamik ja auch immer bedeutet, dass es Veränderungen gibt. Und das heißt auch, dass man sich den Gesetzen des Hochleistungssports beugen muss. Und heißt auch, dass nicht jedes Projekt vielleicht so lange gemacht werden kann, wie man es möchte. Und dass man sich auch auf neue Aufgaben und Themen einstellen muss. Und das macht es spannend, manchmal belastend, aber insgesamt immer noch cool.